Weinheim an der Bergstraße. Pulsierende Stadt mit Herz. Rund 44.000 Menschen leben hier. Sie schätzen die Vorzüge der Region und die hohe Lebensqualität der Stadt mit den zwei Burgen. Weinheim ist einer der beliebtesten Wohnorte Deutschlands. Auf dem Marktplatz schlägt das Herz der Altstadt. Im Stil einer italienischen Piazza ist er Treffpunkt für Genießer und geselliges Beisammensein. Hier spürt man Weinheimer Lebensart und Lebenslust. Hier fängt Italien an. So der faszinierte Ausruf eines Kaisers im 17. Jahrhundert. Er hatte recht. In Weinheim scheint die Sonne so oft wie in Oberitalien. Der Frühling beginnt früher als anderswo. Die Vegetation ist üppig. Weinheim blüht. Der prächtige Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof. Ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Weinheim und des größten Arbeitgebers, der Freudenberg-Gruppe, ist Zeuge. Weinheim ist Teil der historischen Kurpfalz, die für ihre Weltoffenheit und Toleranz bekannt ist. Das Schloss gehörte ehemals den Kurfürsten. Heute ist dort die Verwaltung der Stadt Weinheim untergebracht. Im Schlosspark, der von den Weinheimern als Freizeitpark genutzt wird, gedeihen allerlei Pflanzen, die ursprünglich am Mittelmeer beheimatet sind. Einzigartig, Deutschlands größte Libanon-Zeder. Sie sonnt sich hier seit über 300 Jahren im mediterranen Klima. Die dritte große Parkanlage mitten im Stadtzentrum, auf Weinheims grünen Meilen, ist der Exotenwald. Mit Baumarten aus aller Welt, insbesondere das größte Aufkommen von Mammutbäumen außerhalb Amerikas, bietet er eine prächtige Kulisse für Spaziergänger und Sportler. Mitten in der aufstrebenden Rhein-Neckar-Region mit mehr als 2,4 Millionen Einwohnern ist Weinheim ein dynamischer Wirtschaftsstandort. Starke Kooperationen von Wirtschaft und Wissenschaft sind die Basis für Fortschritt und Erfolg dieser Rhein-Neckar-Region. International renommierte Forschungszentren liegen in unmittelbarer Nachbarschaft. Bei der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern können Unternehmen aus einem großen Talentepool schöpfen. 22 Hochschulen in der Region bilden 100.000 Studierende aus. Nur folgerichtig, dass über 15 Nobelpreisträger eng mit dieser Region verbunden sind. Die Lage ist ideal. Weinheim hat direkten Anschluss an das deutsche Autobahn- und Schienennetz. 15 Minuten fährt man zum ICE-Bahnhof nach Mannheim, kaum länger als 30 Minuten zum Flughafen Frankfurt. Arbeit und Freizeit im Einklang. Das gelingt in Weinheim. Im Sommer liefern der Weitsee und das Freibad Erfrischung. Ganzjährig lockt das Spaß- und Erlebnisbad Miramar die Wasserratten an. Zudem bieten eine ganze Reihe Vereine, darunter die beiden größten badischen Sportvereine AC und TSG Weinheim, Bewegung und Spaß für jedes Alter und jede Fitness. Weinheim ist klein genug, um überschaubar zu sein und groß genug, um alles zu bieten, was seine Bewohner brauchen oder auch wollen. In der schön gestalteten Fußgängerzone bieten zahlreiche Fachgeschäfte Waren und Dienste, die nicht von der Stange sind. Ein echter Geheimtipp für den Start ins Wochenende ist der Bauernmarkt. Jeden Samstagvormittag duftet es auf dem Marktplatz nach gebackenem Brot, nach frischen Gewürzen, nach Obst und Gemüse und vielem mehr. Die Ruine Windeck war einst Schutzburg des Klosters Lorsch. Sie ist die älteste Burg der Bergstraße.
Die höher gelegene Wachenburg hingegen ist die jüngste, vor rund 100 Jahren von Chorstudenten errichtet. Weinheim ist Zukunft mit Geschichte. Alte Wehrtürme und die beiden Wahrzeichen, die Burgen, sind steinerne Zeugen der Vergangenheit. Auch in der Stadt sind viele historische Gebäude und Wohnhäuser erhalten, wie die liebevoll restaurierten Fachwerkhäuschen im malerischen Gerberbachviertel. Hier leben, arbeiten und feiern die Weinheimer bis heute. In Weinheim lebt man gut und gerne, alt und jung. Immer mehr Menschen zieht es in die Stadt der zwei Burgen. Die Einwohnerzahl wächst kontinuierlich. Insbesondere für ältere Menschen wurden ganz zentral moderne Wohnquartiere erschlossen. Über einen Fußgängersteg bietet die Schlossbergterrasse einen direkten, komfortablen Zugang zum Stadtzentrum. Neue Baugebiete sind besonders auf junge Familien ausgerichtet. Das Neubaugebiet Lützel-Sachsen-Ebene wird mit Ökoenergie versorgt, die vom benachbarten Bauernhof stammt. Das ist natürliches Wohnen an der Bergstraße. Ob man zentral oder in der Weststadt wohnt oder in einem der beschaulichen Odenwaldviertel, Weinheim ist gut vernetzt. Und über den Regionalverkehr sind die Nachbarorte im Odenwald und an der Bergstraße, ebenso die Zentren Mannheim und Heidelberg, bestens angebunden. Der neue zentrale Busbahnhof direkt am Hauptbahnhof sorgt dafür, dass man von überall her gut ankommt. Krippen und Kitas bieten schon für die ganz Kleinen kompetente Rundumbetreuung. Hier wird der Grundstein für den zukünftigen Bildungsweg gelegt. Ob privat oder kommunal getragen, ob allgemeinbildend oder spezialisiert. Weinheims Bildungsstätten sind modern und innovativ und bieten eine große Auswahl für einen optimalen Start ins Berufsleben. Die Stadt ist offizielle Bildungsregion in Baden-Württemberg. In der Weinheimer Bildungskette engagiert sich die Kommune gemeinsam mit der lokalen Wirtschaft und der Zivilgesellschaft. Der besondere Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung junger Menschen am Übergang von der Schule ins Berufsleben. Das Angebot ist groß, vielfältige Ausbildungsstellen und duale Studiengänge. Unter anderem lernen an der Weinheimer Akademie angehende Bäcker aus aller Welt ihr Handwerk. In Weinheim bekommt jeder seine Chance. Ein Bildungsbüro und engagierte Jugend- und Schulsozialarbeiter achten darauf, dass alle Jugendlichen, egal welcher Herkunft, den gleichen Zugang zur Bildung haben. Dabei engagieren sich erfreulich viele Ehrenamtliche. Überhaupt wird in Weinheim das Miteinander großgeschrieben. Mehr als jeder zweite Weinheimer bringt sich in einem Verein oder einer wohltätigen Einrichtung ein. Man kümmert sich umeinander und übernimmt Verantwortung. Die Karrieremöglichkeiten in Weinheim sind vielfältig. Mehr als 350 Unternehmen unterschiedlichster Branchen bieten qualifizierte Arbeitsplätze, ob im alteingesessenen Handwerksbetrieb oder beim Global Player und Weltmarktführer. Die Vileda Reinigungsartikel und der Simmering sind wohl die bekanntesten Produkte der Freudenberg Unternehmensgruppe. Kein anderes Unternehmen am Ort ist so eng mit der Wirtschaftsgeschichte Weinheims verbunden. Von außergewöhnlichem Unternehmergeist zeugt die über 165-jährige Firmengeschichte. Von einer Gerberei hat sich das Familienunternehmen zu einer internationalen Unternehmensgruppe entwickelt. Mit rund 40.000 Mitarbeitern in etwa 60 Ländern. Das Portfolio umfasst tausende Komponenten, Lösungen und Dienstleistungen für verschiedenste Branchen. Von der Automobilindustrie über Luftfahrt, Energie, Maschinenbau und Medizintechnik, Pharma bis hin zur Textilindustrie. In diesem Umfeld ist einst auch die Firma Naturin Viscofan entstanden. Sie ist heute Weltmarktführer bei essbaren Wursthüllen. Weitere innovative Unternehmen, preisgekrönte Start-ups und renommierte Verlage haben hier ihren Sitz.
Sie alle verbindet die engagierte Wirtschaftsförderung. Man staunt über die Zahl der bahnbrechenden Erfindungen und Patente, die in Weinheim entwickelt worden sind und ganze Branchen beeinflusst haben. Der Wirtschaftsstandort hat daher durchaus einen internationalen Ruf von Innovation und Erfindergeist. Ob Tigerente, Warrior Cats oder Gryffalo, viele berühmte Kinder- und Jugendbücher werden in Weinheim verlegt. Einer der großen globalen Anbieter von Wissen und wissensbasierten Leistungen kommt auch von hier. Der Weinheimer Fachverlag gehört zur internationalen Wiley-Gruppe mit Publikationen von mehr als 450 Nobelpreisträgern. Mit vielen naturkundlich und geohistorisch bedeutenden Orten ist Weinheim seit 2004 Mitglied im UNESCO-Geonaturpark Bergstraße-Odenwald. Das Sechsmühlental ist eines dieser sehenswerten Denkmäler. Die Weinheimer sind gerne Gastgeber. Beim Sommertagszug im März, dem größten Umzug an der Bergstraße. Beim Pflänzeltag im Frühling und beim Weinheimer Herbst mit echten Köstlichkeiten aus der Provence. Und natürlich bei der Altstadtkerwe im August. Die Auswahl an gastronomischen und kulturellen Angeboten ist groß. Zahlreiche Clubs und Bühnen sorgen für Unterhaltung unterschiedlichster Couleur. Vom Theater in der Stadthalle über den Kultursommer mit seiner Bühne mitten im Schlossparkteich bis zum Café Zentral oder Muddy's Club. Weitere kulturelle Highlights locken in Mannheim und Heidelberg direkt vor der Haustür. Weinheim. Zwei Burgen, tausend Möglichkeiten. Weinheim ist so vielfältig wie die Menschen, die hier leben und arbeiten.